Oh mein Gott. Mit drei kleinen Brillanten für jedes Jahr ein. Oh Mann, wie süß. Dankeschön. Danke. Ich habe aber auch was für dich. So, da muss ich erst was dazu sagen. Also, du hast ja immer gesagt, dass du gerne mal ein erotisches Foto von mir hättest. Ah. So, und jetzt habe ich mir einen Ruck gegeben. Et voilà. Mein Gott. Oh, wow. Oh. Gefällt's dir nicht? Doch, doch, klar. Aber wer ist denn der Typ mit dir da auf dem Bild? Das ist natürlich der Fotograf. Ich habe das doch in einem professionellen Fotostudio machen lassen. Das sieht man doch, oder? Ja, klar, sieht man. Sieht man. Und warum ist der nackt? Das war, damit ich mir nicht so blöd vorkomme. Weißt du doch, ist mir immer so unangenehm. Na klar, weiß ich, weiß ich. Und warum hat er das Gesicht zwischen deinen Beinen? Weil der immer gucken musste, ob das richtig ausgeleuchtet ist. Das ist wahnsinnig kompliziert, so ein Foto. Und wer hat das Foto dann gemacht? Der Assistent. Wenn du genau hinguckst, dann kannst du den da an der Seite auch ein bisschen sehen. Der Penis? Ach nee, Quatsch. Ach, das war der Beleuchter. Aber nackt sehen die irgendwie alle gleich aus. Jetzt sag doch. Gefällt es dir? Ja, klar. Es ist nur, ich bin nur so... Ist das dein Hund? Das gefällt dir nicht. Und das hat mich so viel Überwindung gekostet und jetzt gefällt es dir nicht mal. Doch. Oh, jetzt schäme ich. Nein, mich bitte, so. Schatz, nein, ich weine. Komm. Okay, nicht weinen, es gefällt mir ja. Echt? Ja, echt. Und, wo willst du es aufhängen? Ja, du, da gucken wir mal. Bist du fertig, Hase? Ich muss mich dann auch mal langsam... Bad ist frei. Ich bin weg. Ach, Schatz, die Zahnpasta ist schon wieder alle. Das wäre echt schön, wenn du die leeren Tuben abends einfach mal wegwerfen würdest, anstatt sie da am Waschbeckenrand rumfliegen zu lassen, ja? Lieb dich. Und? Woran denkst du gerade? Nicht antworten, auf keinen Fall. Regger von der Kanzlei Böhme, Stauf und Engelmann. Rein rechtlich müssen Sie auf diese Frage keine Antwort geben. Und ich rate auch dringend davon ab. Ja, absolut richtig. Dr. Knopp, Paartherapeut. Also, diese Frage ist der häufigste Grund für eine Trennung, also von daher. Nicht antworten. Ich bin Hannas beste Freundin und ich kann dir versichern, Hanna will die Antwort überhaupt nicht hören. Hallo, Hanna. Hi. Ja, ehrlich gesagt, habe ich gerade an nichts gedacht. An absolut gar nichts. Gar nichts? Nix. Wirklich? Nix. Also an nichts. Ja, dann ist ja gut. Außer vielleicht ganz kurz an Sina. Was? Deine Ex-Freundin? Oh nein. Kann ja wohl nicht wahr sein. Fehler. Warten Sie! Nein, zu spät. Manche Menschen sind einfach beratungsresistent. So, jetzt erklär mir bitte mal, warum du ausgerechnet jetzt an diese aufgebrezelte Tussi denken musst. Wie wir früher, genau wie wir früher, oder? Oh, ja, genau wie du früher. Am Nacken und dann langsam runter. Oh, genau wie wir früher. Oh. Kann ich irgendwie behilflich sein? Oh nein, lassen Sie sich nicht stören. Das war bei uns früher ganz genauso. Genießen Sie den Moment. Das wird mit Ihrem Mann nie wieder so schön.
Das ist nicht mein Mann. Mein Mann ist zu Hause bei den Kindern. Ja, dann haben Sie alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Komm, Schatz. Die Zeiten sind vorbei. Schönen Tag noch. Du, Schatz, kannst du mir hier weiterhelfen? Was denn? Hier, anderes Wort für eheliche Verfehlung mit 7 Buchstaben. Untreue. Ja, das passt. Alibi für ein heimliches Techtelmechtel nach Büroschluss. Überstunden. Möglichkeit, unbemerkt Verabredungen zu treffen. Zweites Telefon. Frau, die es heimlich mit meinem Mann treibt. Sandra Palkowski. Kann irgendwie nicht stimmen. Wenn Sandra Palkowski richtig ist, dann wäre das Lösungswort Kastrotiow. Gibt's noch irgendeine andere Schlampe, die es mit dir treibt? Versuch mal Silvia Ingmann. Ah, ja. Jetzt ergibt es Sinn. Und? Was ist es? Kastration. Ah, prima. Siehst du? Zusammen kriegen wir das immer wieder hin. Wirklich ganz lieb, aber ich muss jetzt trotzdem schnell ins Bad. Okay. Wenigstens ein Croissant, kannst du nicht mit leerem Magen zur Arbeit. Hm? Okay. Das ist wahr. Ach, Sven. Ciao. Hab einen schönen Tag. Und? Wie steckt er die Trennung weg? Ja, ich glaube, er ist auf einem guten Weg. Hallo Silvi. Oh, Blumen. Für mich? Alles Gute zu unserem 10. Jahrestag. Vielen Dank für die wunderbare Zeit und die zauberhaftesten Kinder der Welt.
Ja. Du bist lieb. Ach Mensch, das hättest du nicht tun sollen. Was ist denn? Ist irgendwas nicht in Ordnung? Naja, Mathis, versteh mich nicht falsch. Die letzten 10 Jahre waren wirklich sehr schön. Es ist nur, ich würde jetzt wirklich langsam gerne einmal abrechnen. Wie abrechnen? Naja, abrechnen. Was denn abrechnen? Mann, Mathis, ich bin eine Nutte und irgendwann muss ich halt mal abrechnen. Du bist eine Nutte? Na klar. Was denkst du denn, warum ich so rumlaufe? Ich dachte, das ist dein Stil. Ziehst dich halt sexy an. Mathis. Ja, und was ist mit den Kindern? Ich meine, du bist ja wieder schwanger. Ja, das kostet sowieso extra. Ich habe ja Verdienstausfall. So fasst mich natürlich kein anderer Freier an. Na klar, Mist. Hallo, Mathis. Hallo, Silvi. Hallo. Hey, hallo. Sag mal, habt ihr Lust, gleich rüber zum Grillen zu kommen? Sekunde. Ja, wie sieht's aus? Kommst du trotzdem noch mit, oder? Kann ich machen, das kostet aber extra. Ich denke, ich komme allein. Silvi hat mir gerade gesagt, dass sie eine Nutte ist und das kostet alles extra. Du bist eine Nutte, Silvi? Ich wusste das. Wie, du wusstest das? Ja, das sieht man doch. Hab ich Mathis gerade auch gesagt. Der ist einer, der dachte, dass ich mich 10 Jahre freiwillig so für ihn zurecht gemacht habe. Silvi, der Max fragt, ob er und seine Kumpel dir mal an die Titten fassen können. 10 Euro. 10 Euro, Max, ist ein faires Angebot, hä? Er holt sein Geld. Ich kann nicht einschlafen. Liest du mir noch was vor? Gerne, Mäuschen. Aber ich muss dir dafür 15 Euro berechnen. Weißt du, Mama ist eine Nutte. Ich weiß. Ach, du wusstest das auch. Ich guck mal, wie viel ich noch im Sparschwein hab. Mathe, Silvi, wisst ihr was? Wir zahlen Silvis Honorar fürs Grillen und dann leg ich noch einen Honig drauf und dann schleuderst du mir nachher noch ein, okay? Können wir gerne so machen. Kommst du, Mathe? Sag mal, was kostest du eigentlich am Tag? 200. Oh,